Hallo und herzlich willkommen zurück jetzt nach, ich glaube, knapp einer Woche. Ja, ziemlich genau eine Woche. Naja, egal. Gewicht heute waren 110,1. Also ich habe jetzt im Gegensatz zum letzten Mal vor einer Woche 1 Kilo mehr. Ja. Ich war ja bei meinen Eltern, wie ich erzählt hatte oder wie ich erwähnt hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video gesagt hatte oder ob ich das nur im Forum gesagt hatte, egal. Ja, habe da natürlich nicht so Almersee durchgezogen, wie ich es hier immer mache. Mist. Naja, ist nun mal so, man ist ja nicht jeden Tag bei seinen Eltern. Ich jedenfalls nicht. Und naja, hatte halt ein bisschen mehr dann drauf, als ich wieder hier war. Dann hat mich... Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Na, also richtig Erkältung hatte ich nicht, aber ich hatte halt immer Kopfweh und hier Nasennebenhöhlen waren irgendwie, war Druck drauf und so richtig super dolle fühle ich mich jetzt auch noch nicht. Aber naja, so langsam muss mal wieder ein neues Video rausgehauen werden. Ja, Kopfweh habe ich den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht. Obwohl ich so gut wie ja, gute 3 Liter am Tag trinke momentan, plus Kaffee. Also von daher, mein Flüssigkeitsintake sollte eigentlich gedeckelt sein. Einmal hatte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit wieder gemacht, als ich hier war. Also wie gesagt, als ich jetzt, als es mir nicht so gut ging, habe ich einmal jetzt mal weggelassen, habe mir... ich habe letztens ein Doku gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Jedenfalls wurde da gesagt, wenn man abnehmen möchte, hilft es, Suppe zu essen, weil in einem Experiment wurde wohl ja, wurden 2 Personen genommen. Die eine Person, die hat ein normales Essen gegessen und die andere Person hat das gleiche Essen, also wirklich die gleichen Dinger, haben sie einfach in den Mixer gehauen, daraus eine Suppe gebaut und hat dann halt die Suppe gegessen und die mit der Suppe. Also die erste Person mit dem normalen Essen, die hatte nach 2 Stunden wieder Hunger und die mit der Suppe erst nach 3,5. Obwohl es wirklich das gleiche Essen war, die gleiche Kalorienzahl, die gleiche Menge, alles gleich, nur halt in Suppenform. Und das liegt wohl daran, dass der Magen, die ganzen Enzyme da drin, können die Suppe nicht so schnell aufspalten und ja, Nahrung rausziehen, wie bei normalem festen Essen. Naja, je nachdem, nee. Demnach, ja, habe ich mir halt ein bisschen Suppe gemacht immer so. Also ich muss auch zugeben, war halt Fertigsuppe, aber naja. Aber stimmt schon, man ist sehr lange satt nach einer Suppe. Also so eine Tütensuppe von Aldi für, was waren das, 49 Cent oder so. So eine Hühnersuppe mit Nudeln drin. Ja, ich weiß, Kohlenhydrate, aber komm. Das sind 3 Portionen angeblich, also 3/4 Liter Wasser, dann das Suppenzeug da reingeschmissen und dann aufkochen lassen für 10 Minuten. Geht schnell und ich habe dann halt diesen 3/4 Liter Suppe weggemampft. Kalorientechnisch weiß ich jetzt gar nicht, was das war. War aber nicht so viel. Und ich war echt lange satt, muss ich sagen. Sollte man mal im Hinterkopf behalten. Naja, jetzt auf jeden Fall wieder back to the roots und ich habe mir auch schon Hähnchen wieder rausgelegt und habe Gemüse gekauft, eingefrorenes. Und ja, meinen ersten Drink habe ich heute auch schon weggelöffelt, nicht gelöffelt, getrunken, also wieder mit Kakao. Und ja, geht weiter jetzt. Nachher gibt es halt, wie gesagt, Hühnchen und was habe ich denn da jetzt noch dazu? Ja, ich denke mal ein paar Kidneybohnen mit Erbsen, Zwiebeln, irgendwie sowas in der Art wieder. Also ich schmeiß da immer je nach Laune was rein, wozu ich gerade Bock habe oder was gerade weg muss. Ja, das war es soweit eigentlich an Neuigkeiten. Andere Fragen beantworte ich dann einfach im Forum, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwas wurde da gestellt, aber ich weiß nicht mehr was. Ach so, mein Grundumsatz. Mein Grundumsatz weiß ich nicht. Ich habe da auch noch nie was messen lassen oder so. Hat ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal in einem der früheren Videos erzählt, dass ich mal beim Doktor war und im Rahmen eines kompletten Check-ups und habe dem gesagt, ja, hier abnehmen und so, Hilfe, ich brauche Hilfe. Und der sagt dann einfach, ja, FDH, mehr nicht. Toller Doktor. Naja, also in dem Aspekt hatte ich dann auch noch nichts irgendwie gemacht von wegen Grundumsatz messen, aber ich schätze mal, der wird
weiß nicht, 1800 oder so bei mir sein. 1600? Keine Ahnung. Jedenfalls, wie erwähnt, esse ich so um die, ja, ich glaube maximal 1500 Kilokalorien am Tag momentan. Naja, für eine schnelle Abnahme ist es noch im Rahmen. Allerdings ist ja wieder die Sache mit dem Plateau-Stoffwechsel-Gedöns. Naja, mal sehen. Wenn es irgendwie wieder auf ein Plateau geht, dann schiebe ich irgendwie 2 Tage Turbo wieder ein und gut ist, dann läuft das auch wieder. Hab da ja schon ein wenig Erfahrung mit, nur mit dem, mit der Stetigkeit, da hapert es noch ein bisschen. Ja, das soll es soweit gewesen sein für heute. Ich schmeiß mich jetzt wieder ans Programmieren wie ein Großer und habe da eigentlich gar keine Lust zu, weil das ist total scheiße, aber nützt ja nichts, muss ja gemacht werden. Also dann, seht zu, seht zu bis morgen und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis denn und tschüss.